Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin der Broken Scene und ja, wie ihr sehen könnt, kann es sein, ich sage es kann sein, dass ihr dieses Video jetzt in Fullscreen seht. Ein Freund von mir hat mir einen Tipp gegeben und den habe ich jetzt, bin ich am Ausprobieren sozusagen, also ich probiere das jetzt in live gespielt aus. Ich weiß nicht, ob es bei euch in 16:9 jetzt ankommt. Wenn nicht, dann möchte ich mich entschuldigen und auch was jetzt kommt. Ich werde einfach mal eine Runde fahren mit dem Bulldog. Einfach so aus Spaß, einfach nur um zu sehen, ob es wirklich 16:9 ist, wie es sein soll. Und das wollte ich euch nur mitteilen, damit ihr wisst, dass jetzt in Zukunft mich mehr darum kümmern werde, falls es nicht so sein sollte. Aber es sollte eigentlich 16:9 sein. Weil das war ein sehr, sehr guter Tipp. Den habe ich aber erst zu spät gemerkt. Den Tipp habe ich vom lieben Fido bekommen. Den Tab habe ich nur zu spät kapiert, gecheckt, so. Und, ja, habe ihn jetzt erst umgesetzt. Dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Danke, lieber Fido, dass du mir diesen einen Tipp da gegeben hast. Das ist zwar schon ein paar Wöchlein her, aber ich habe ihn nicht verstanden. Nicht so richtig. War auch meine eigene Dummheit so ein bisschen mit dem Spiel. Und, ja, ich hoffe, das stimmt alles so. Mit der Aufnahmequalität werde ich noch ein bisschen weitergehen. Also das wird nicht so bleiben. Momentan die Aufnahmequalität ist ja so lala. Also ist nicht schlecht, aber ist noch nicht so das, was ich sehen möchte. Aber naja, ich fahre jetzt einfach mit dem M41 Walker Bulldog. Ein sehr schöner Panzer. Ich habe ihn da noch nicht ausgebaut komplett, aber wie gesagt, ich will halt jetzt momentan nur ausprobieren, ob wirklich alles stimmig ist. Ja, genau. Mehr wollte ich gar nicht wissen. So. Und wenn das so sein sollte, kommen jetzt alle Videos in diesem Format. Egal welches, wird dann alles richtig sein, weil mit dem vorigen Format, mit den zwei schwarzen Rädern, das fand ich selber sehr, sehr, sehr blöd. Also es hat echt nicht wirklich Spaß gemacht. Aber jetzt, falls es funktionieren sollte, falls, ich betone falls, dann freue ich mich natürlich. Und ihr merkt auch vielleicht, ja, nice, auf jeden Fall geil, dass ich eine neue Soundqualität habe oder eine etwas andere Soundqualität. Nämlich, ich habe mir das Mikrofon ein kleines bisschen anders eingestellt. Vorher war das so ein bisschen für mich so, so ein bisschen wie heißt das hier, Yoga, genau, wie so ein bisschen Yoga-Stimme. Und ja, das fand ich irgendwie ein bisschen, fand ich nicht so gut. Deswegen habe ich mir gesagt, stellst du noch mal anders ein, guckst du, machst du, und dann hat es dann am Ende doch noch funktioniert. Und muss ich sagen, bin ich sehr froh drüber. Oh, das war knapp. So, deswegen ist die Audioqualität ein bisschen anders. Wenn sie euch gefällt, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Oder wenn sie euch nicht gefällt, könnt ihr es auch. Dann, wenn zu viele das schreiben, dann werde ich das natürlich wieder zurückmachen. Wenn ihr so ein bisschen Yoga-Unterricht sozusagen haben wollt. Aber ich glaube, das müsste so ganz gut passen. Ich habe bis jetzt nur gutes Feedback bekommen von Leuten. Und ja, es sind ja schon zwei. Ich campe hier gerade so ein bisschen, weil ich halt nur noch 48 Leben habe. Was soll ich damit machen? Oh, da bin ich, gut, dass ich hier weggefahren bin. Ja, man kann jetzt zwar rüberfahren, aber da bin ich halt tot. Ich will halt nicht so das komplett Böse abliefern. Wie gesagt, es ist halt jetzt nichts, überhaupt nichts Besonderes. Es ist einfach nur so zum Testen. Ja. Genau. Ihr könnt mir auch gerne Feedback in die Kommentare schreiben, ob euch so alles gefällt oder was ihr verbessern, was ich verbessern soll oder whatever. Könnt mir einfach schreiben, was euch auf dem Herzen liegt. Ich antworte natürlich auch. Immer wenn ich kann. Ah, verdammt!
Hat er mich gekriegt? Hat er mich noch gekriegt? Ja, wie gesagt, das war so ein kleiner Test. Ich werde dieses Video hochladen heute. Und ich muss mal schauen, wahrscheinlich werde ich das jetzt nur zu Testzwecken kurz oben lassen und guck's mir dann an. Und werde es vielleicht ein, zwei Tage on lassen und dann werde ich es eventuell wieder runternehmen, weil natürlich ist das kein Video, was ich gerne so selber angucken möchte. Es ist einfach nur für meine eigenen Testzwecke, wenn es euch gefallen hat. Okay. Ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne eine Bewertung da lassen. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Guckt in die Videobeschreibung, da sind noch so ein paar Sachen verlinkt, eventuell. Und ja, da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Genau. Tschüss.